It's time for World Underground Wrestling. Ja, hallo, liebe Fans von World Underground Wrestling. Wir sind hier zurück mit mir, Julia G. und als Zweitkommentatorin Rosi. Hallo, ich bin's wieder, eure Rosi. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, aber ich und die Julia, wir schauen uns jetzt Kämpfe an. Ja, wir werden uns die Kämpfe der letzten Shows ansehen und die kommentieren. Rowdy McGuinness, er tritt an gegen Richie Zanoni. Eine Provokation den Schiedsrichter Mario gegenüber. Ja, aber der bückt sich ja gerne für irgendwelche komischen Stangen. Er rollt die Fahne zusammen, legt sie beiseite, weil auch die Fahne wäre eine Waffe. Eine Provokation von einem Rowdy und seinem kleinen Finger. Ich weiß aber nicht, warum er ihn in den Mund nimmt. Das ist irgendwie komisch. Vielleicht will er ihm damit sagen, dass er... Er mimt ein wenig Dr. Evil. Vielleicht das auch, ja. Er sieht aus wie ein Superschurke, wenn er den Finger so an den Mund legt. Aber die Leute mögen ihn ja, wäre das nicht irgendwie komisch? Es wäre total seltsam, aber ich glaube eher, dass es ein Verspotten gegenüber Zanoni ist. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber können die jetzt endlich zum Kämpfen anfangen? Ja, vorher lässt sich Rowdy noch ein bisschen feiern. Zanoni mit seiner italienischen Kriegsbemalung auf der linken Gesichtshälfte. Ja, jetzt schreit er auch wieder. Rowdy sieht im Vergleich zum Zanoni ja aus wie ein Riese, wenn man sie so gegenüber betrachtet. Ja, das stimmt. Da könnte man meinen, er hat einen körperlichen Vorteil. Ja, ob er wirklich einen körperlichen Vorteil hat, das werden wir jetzt da bald sehen. Wenn der Schiedsrichter endlich den Kampf freigibt. Jetzt kommt er wieder mit seinem Gürtel. Das ist aber sehr komisch. Es sieht aus, als wäre der Gürtel auch etwas klein. Vielleicht will er einfach nur größer wirken. Das kann natürlich auch sein, dass er einen extra einen kleinen Gürtel hat. Ah, da lässt er sich feiern mit seinem Gürtel, warum auch immer. Und keiner weiß, woher er kommt. Eben vom Spaghetti-Wrestling vielleicht. Ja, das glaube ich. Das wäre logisch. Rowdy im Hintergrund schon skeptisch, ist schon kampfbereit und kann es gar nicht mehr erwarten, bis der Kampf endlich losgeht. Da provoziert er nochmal und spottet mit dem kleinen Finger. Aber das bringt ja gar nichts, wenn der es gar nicht sieht. Ich glaube, er will das Publikum gegen Zanoni aufheizen mit dieser kleinen Spottgeste. Ja. Es tut mir leid. Alles gut, Rosi. Bist du ein bisschen verkühlt? Ja, leider. Die Klimaanlagen haben mich doch ein bisschen fertig gemacht. Alles klar. Jetzt geht auch Rowdy runter. Zanoni will nicht kämpfen. Zanoni geht weg. Rowdy geht nach, packt ihn, schlägt ihn. Aua. Und da verpasst er ihn ein paar. Und er haut drauf. Er haut den Italiener noch kleiner, als er schon ist. Wow, aber da ist es sehr dunkel. Da sieht man jetzt fast gar nichts, außer Rowdys weißes T-Shirt und immer mehr Schläge auf den Italiener. Man erkennt zum Glück an der weißen Kleidung, wo sie sich gerade prügeln. Zanoni liegt, ringt am Boden, muss wieder zu sich kommen. Rowdy hebt ihn hoch, packt ihn. Da keinen Moment aus, den er prügeln kann. Und geht mit ihm, haut ihn ein paar Mal gegen die Bank. Und will ihn wieder in den Ring bringen. Die Frage, die ich mir stelle, hat der Kampf denn schon offiziell begonnen? Ich nehme an, der Kampf hat schon offiziell begonnen. Das hat man doch am Gong gehört. Das stimmt. Wie konnte ich das überhören? Ich glaube, du hast in den Augenblick gerade gehustet und hast das deswegen nicht mitbekommen, dass der Kampf schon freigegeben wurde. Auch der Schiedsrichter Mario will die Leute wieder in den Ring bringen. Also mein Quincy, der wird das schaffen. Da kämpfen sie noch zwischen den Leuten und jetzt geht's wieder Richtung
Ring. Rowdy stößt Zanoni über die Stiegen wieder in den Ring und geht jetzt selbst wieder rein. Das sieht nicht gut aus für den Italiener, da hat der Schotter leicht die Überhand gewonnen. Das Publikum dürfte scheinbar noch immer auf der Seite des Rockträgers sein. Das Publikum ist doch oft auf der Seite des Rockträgers, so wie auch auf deiner Seite. Ja, definitiv. Ich glaube, die mögen Kleider. Oh, da war ein schöner DDT. Das muss man jetzt mal neidlos anerkennen. Da lässt er sich feiern und Zanoni liegt wieder am Boden. Und er scheint Schmerzen zu haben, scheint ein wenig benommen zu sein. Und er haut Rowdy seinen Kopf nochmal gegen den Boden. Was aber taktisch unklug war, denn jetzt hat er den Count des Schiedsrichters unterbrochen. Der beginnt jetzt wieder von neuem zu zählen und der Italiener steht noch immer nicht auf. Wir sind schon bei 5. Jetzt unterbricht er den Count und holt ihn hoch. Da schubt ihn Zanoni weg und verpasst eine Clothesline. Also Rowdy verpasst Zanoni eine Clothesline. Und da will der Rowdy jetzt trinken. Das ist doch Doping. Ich glaube, das ist illegal. Doping ist verboten. Aber vielleicht ist das einfach nur, damit er weiter stehen kann. Ah, da kriegt er schon die Vermahnung vom Schiedsrichter, dass er auch kein Bier trinken darf während des Kampfes. Ja, mein Quincy hat das besser unterbunden. Und einen Elbow Drop. Da bleibt Zanoni die Luft weg. Er zieht sich zusammen vor Schmerzen. Und da tritt Rowdy noch ein bisschen auf dem Boden liegen Zanoni ein. Und ein zweiter Elbow Drop. Direkt auf die Kehle. Also mir darf's wehtun. Da zeigt er den Finger und spottet schon wieder. Macht er noch einen dritten Elbow Drop. Und noch ein dritter. Wow! Da haben wir ein bisschen geschleudert dabei. Die magischen drei. Der dritte schmerzt immer mehr als alle anderen. Ja, natürlich. Da waren ja auch schon zwei davor. Zanoni wird angezählt. 5, 6. Kommt er noch hoch? Es sieht aus, als würde er am Boden liegen bleiben. Er kämpft mit sich selber und da unterbricht Rowdy den Count. Oh, wird das ein Suplex? Sieht sehr danach aus. Au! Ein schöner Suplex. Zanoni liegt wieder am Boden. Rowdy lässt sich feiern. Er weiß, er ist der Dominante in diesem Kampf. Ja, wie man sieht, hat Richie Zanoni scheinbar Schmerzen im Oberkörper und in den Schultern. Da will Rowdy wieder trinken und bekommt gleich die Verwarnung vom Schiedsrichter Mario. Das geht so nicht. Ja, sowas gehört unterbunden. Und eventuell kann das sogar mit einer Disqualifikation geahndet werden. Welche Rowdy-Bänkin ist hier sichtlich provoziert? Rowdy konnte... Ah, da hebt er ihn hoch. Ein Tiefschlag. Ein Low-Blow-Ansatz. Ein Bodyslam-Ansatz gefolgt von einem Low-Blow von Richie Zanoni. Was macht Mario jetzt? Er kümmert sich um den Finger von Zanoni. Ich glaube, das geht so nicht. Das war ein illegales Manöver. Aber scheinbar sieht der Schiedsrichter aufgrund der Verletzung hinweg. Weil scheinbar hat es Zanoni dabei ein bisschen mehr erwischt als Rowdy. Da hat er ihn um den Hals und wirkt ihn. Sieht nicht angenehm aus. Gefolgt von ein paar harten Schlägen. Entschuldigung. Da bin ich ein bisschen da. Ich glaube, ich muss einen Schluck trinken. Ja, trink mal einen Schluck. Rowdy liegt flach am Boden und Zanoni macht einen Frog Splash auf seinen Rücken. Ja, das war ein sehr hoher Frog Splash. Das hat er, glaube ich, sehr lange geübt.
Ja, Zanoni ist ja auch ein Leichtgewicht. Er kommt ja auch leicht vom Boden weg. Er muss aufpassen, dass ihn der Wind nicht davon drückt. Das hast du jetzt gesagt, Grosi. Und ich glaube, weiterhin ohne seine schmutzigen Manöver würde er da gar nichts reißen können, denn jetzt hat er Rowdy McGuinness in die Augen gebohrt und bearbeitet jetzt weiter seinen Kopf. Ja, auf seinen Kopf mit einem Leg Drop. Und da geht er wieder zu Boden. Erneut ein Leg Drop. Wird dieser auch von einem Dritten gefolgt werden? Das scheint nicht so. Der Schiedsrichter zählt an. 4. 5. Oh. Das Bier von Rowdy ist schon leer. Er hat es schon ausgetrunken. Und da steht er wieder. Da kommt er wieder auf die Beine. Und kassiert noch einen Kick in die Magengrube. Und ein Dropkick. Rowdy liegt wieder am Boden. Da ist die Frage. Wird er das Ruder noch rumreißen können? Da kommt die Flagge zum Einsatz. Eventuell für eine illegale Aktion. Weiß-Rot, das ist die polnische Flagge. Will uns Zanoni damit sagen, dass er die Nation wechseln will und dass er jetzt der Pole wird? Vielleicht will er sich einfach nur den Sieg stellen. Aber der Schiedsrichter hat ihn ermahnt, auch die Flagge ist eine Waffe. Zanoni gibt sie wieder weg. Und ein Bulldog von Zanoni gegen Rowdy. Rowdy fährt mit dem Kopf in den Boden ein, liegt am Boden und hat Schmerzen. Während Zanoni daneben sitzt und eigentlich auch nicht auf den Beinen ist. Genau genommen sollte der Referee jetzt beide anzählen, oder? Also im Prinzip zählt Zanoni sich selbst geradeaus. Aber er steht, während sich Rowdy die Energie des Publikums holt. Und wieder einen Kick. Rowdy musste echt auf seine Deckung achten. Er kassiert echt viele Kicks. Ein Ansatz, Powerbomb. Was macht Zanoni? Oh, ich glaube, es wird ein Piledriver. Und... ein Piledriver. Da fährt er mit dem Kopf wieder im Boden ein. Also Zanoni weiß, dass er gezielt auf eine Stelle von Rowdy geht. Permanent malträtiert er seinen Kopf. Ja, man kann sagen, was er will. Da war ein Popo. Wenn das der von meinem Kind gewesen wäre, dann wäre das was anderes gewesen. Aber so, was macht er jetzt? Geht er jetzt? Und ein Boston Crab-Ansatz, ja. Und da ist Rowdy McGuinness in einer Boston Crab. Wird er es schaffen? Wird er aufgeben? Nein, Rowdy kämpft. Rowdy kämpft. Schafft er es? Er kämpft, er will nicht. Und da haut der Zanoni gegen die Wand. Zanoni liegt jetzt am Boden. Da hat sich das Blatt wieder mal gewendet. Rowdy will noch einen Schluck nehmen. Stürzt fast über die Stiegen. Das kann im Alkoholrausch schon schnell mal passieren. Aber wie wir wissen, verletzt man sich im Alkoholrausch ja nur ganz selten. Definitiv. Ich glaube, das ist auch der Vorteil, den Rowdy McGuinness hier hat. Da kommt ein Fan aus dem Publikum, hat ihm ein Bier angeboten. Da Rowdy, wir vorher gesehen haben, das Guinness von Rowdy McGuinness war schon leer. Rowdy wieder zu neuen Energien. Zanoni liegt noch immer am Boden. Und da hebt er ihn wieder hoch. Man könnte meinen, Rowdy möchte es jetzt beenden. Ein Kick in die Magengrube. Und was kommt jetzt? Ein Stunner! Das wird jetzt wohl gewesen sein. Zanoni wird ausgezählt. Währenddessen lässt sich Rowdy schon mal vom Publikum feiern. Aber ob er sich da wohl nicht zu früh freut. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Der Schiedsrichter hat aufgehört zu zählen, weil Rowdy den Ring verlassen hat. Rowdy hebt Zanoni hoch, nein? Ah, in einem Sleeperhold, wie ich das sehe. Er will ihn ins Nirvana drängen. Sieht
sehr wirksam aus, muss man schon sagen. Zanonis Kopf wirkt schon leicht verfärbt. Verliert er das Bewusstsein? Da wird nochmal nachjustiert beim Griff. Jetzt da fällt die Hand einmal. Zweimal. Wenn sie dreimal fällt, dann ist der Kampf vorbei. Dreimal. Damit hat Rowdy McGuinness den Kampf gewonnen. Sehr, sehr souverän. Muss man ihm lassen. Aber mangels Schiedsrichterleistung vermisse ich meinen Quincy da schon sehr.